Labbadia. Immer noch Labbadia. 1:0 für den FC Bayern. Olaf Thon, hier haben wir ihn, den Torschützen. Und dass es so schnell gehen würde, das hat auch Peruzzi nicht gedacht, der Torhüter, der Italiener. Gerade 5 Minuten sind vorbei in diesem Spiel. Diese wunderschöne Zurückgabe, schulmäßig, sagt man ja da. Da haben sie aber auch schön geschlafen, die Turiner in der Abwehr. Keiner fühlte sich zuständig und Wohlfahrt hatte dem Torhüter noch die Sicht verdeckt. Schmidtober. Ja, das war fair abgenommen. Ja, ein Duseltor. Ein Duseltor und Abseits, sagt Raimund Aumann. Die Glückwünsche an die Möller. Das schauen wir noch einmal. Es war kein Abseits, das konnte man ganz deutlich aus dieser Einstellung sehen. Aber ich glaube, es war auch keine Absicht von Andi Möller, diesen Ball überhaupt noch zu treffen. Er ist nur versehentlich hineingelaufen. Ich glaube, da geben Sie mir recht, liebe Zuschauer. Und noch einmal die Szene. Abgefälscht, Raimund Aumann konnte da überhaupt nichts machen. Ja, Andi Möller. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gönne es ihm, nachdem er zum Einsatz kommen soll in den Auswärtsspielen als Libero, soll Carrera eingesetzt werden. So ist das der Plan von Trapattoni. Gefährlich, das ist das 2:1 für Juventus durch Paolo Di Canio, den Dribbelkünstler. Tja, und jetzt schauen wir uns mal an, wie sieht's aus mit der Vierer-Abwehrkette. Augenthaler war rausgegangen, Münch hätte diesen Mann nehmen sollen. Ja, und wenn der verpasst, dann ist es schon soweit, dann rappelt es. Und jetzt werden natürlich wieder die Skeptiker dieser Vierer-Abwehrkette auf einer Linie auf den Plan gerufen. Denn ich glaube, vielleicht mit einem klassischen Libero wäre das vielleicht nicht passiert. Lewis Ribbeck wird zwar hinterher im Interview bestimmt sagen, das wäre auch mit klassischem Libero passiert. Aber ich glaube, da stimmt es noch nicht ganz. Denn eben wenn ein Fehler schon passiert, Sie haben es gerade gesehen. Dem das Wort Freunde, Freundschaft. Dieter Hoeneß, so sagt er, sei eigentlich sein einziger, ganz, ganz dicker Freund gewesen. Zu ihm konnte er gehen, wenn er mal Probleme hatte. Dieter Hoeneß, der übrigens auch hier, ich habe ihn vorhin gesehen, auf der Ehrentribüne sitzt. Gefährlich! Das ist das 3:1 durch Andreas Möller. Und da kam seine Schnelligkeit zugute. Ja, schön gejubelt, die beiden. Und wir haben sich gerne. Da ist er ganz einfach seinem Gegenspieler entlaufen. Hier haben wir noch einmal die Einstellung. Tja, das Nachsehen für die Bayern, ein jubelnder Vialli. Und hier die Glückwünsche durch Baggio, von dem man anfangs sagte, er sehe es nicht allzu gerne, dass Möller hier hinkommt. Hier haben wir noch einmal, liebe Zuschauer, die Entwicklung dieses Tores. Der Pass jetzt von Baggio, der Münch steht dabei und Helmer ist diesmal derjenige, der ganz einfach zu spät kommt. Lieber Erich Ribbeck, wenn das nicht auch ein wenig mit dieser Abwehrkette zu tun hat, auch wenn man es nicht gerne hört, wenn Sie es nicht gerne hören, Herr Ribbeck, ich glaube, das wäre mit einem klassischen Libero nicht passiert. Da wäre einfach einer noch dahinter gewesen. Individueller Fehler hin, individueller Fehler her.
Und wieder die Chance und wieder überlaufen sie Andi Möller. Der Mann macht ja alleine den FC Bayern hier Platz. Andreas Möller, da rudert er, als hätte er bei den Olympischen Spielen zugesehen. Ja, er läuft die Bayern-Abwehr in Grund und Boden. Jetzt schon wieder. Beim ersten Mal war es noch Dusel, aber jetzt zweimal mit Leichtigkeit ausgespielt. Jetzt hatte gerade Klaus Augenthaler das Nachsehen. Mama mia, lieber FC Bayern, 1:4 steht's. Überlegt euch's gut. Und ich habe schon vorhin aus den Worten von Karl-Heinz Rummenigge etwas Skepsis herausgehört. Das kann nicht die Lösung sein mit der Viererabwehrkette. Ich glaube es nicht. Ja, 50. Minute, bitter. Auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist und ein Abschiedsspiel ist. Sie sehen es, jetzt zaubern sie. Hoi, 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 rufen die Zuschauer.